Heute nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass Südtirol ein integraler, jedoch autonomer Teil Italiens ist. Doch wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass dies nicht immer so war. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 gehörten Südtirol und Trentino zur Grafschaft Tirol und waren seit mehr als 550 Jahren Teil des Habsburger Reiches. Die Grafschaft wurde den Habsburgern im Jahr 1363 von Margarete von Tirol übergeben, da sie selbst keine direkten Erben hatte, nachdem ihr Ehemann und Sohn früh verstorben waren. Vor etwa 100 Jahren haben die Grafen von Tirol ihre Gebiete aus dem Herzogtum Bayern gelöst und als selbstständiges Territorium anerkannt bekommen. Die Bayern hatten zuvor Südtirol seit der Zeit der Karolinger besessen und besiedelt. Tirol war schon immer von strategischer Bedeutung, da es einen wichtigen Alpenpass, den Brenner, kontrollierte und somit die Handelswege von Italien nach Deutschland beeinflusste. Es gab auch Bodenschätze wie Silber, Kupfer und Salz. Kaiser Maximilian I. verlegte seine Residenz nach Innsbruck, was die Bedeutung Tirols für die Habsburger unterstreicht. Die lange Habsburger Herrschaft wurde nur einmal kurz durch die Napoleonischen Kriege unterbrochen, als Österreich nach der Niederlage bei Austerlitz im Jahr 1805 Tirol an Bayern abtreten musste. Die Tiroler akzeptierten ihre neuen Herren jedoch nicht und es kam im Jahr 1809 zum Tiroler Volksaufstand unter der Führung von Andreas Hofer. Der Aufstand endete mit einer Niederlage und Hofer wurde standrechtlich erschossen. Tirol kam jedoch beim Wiener Kongress im Jahr 1814 wieder zum Habsburger Reich zurück. In anderen Worten, nach dem Ersten Weltkrieg und der Zersplitterung der Donaumonarchie wurde Südtirol 1919 durch den Vertrag von Saint-Germain Italien zugesprochen. Die deutschsprachige Bevölkerung erlebte daraufhin eine Zeit der Unterdrückung und Repression, besonders nach der Machtergreifung der Faschisten im Jahr 1922. Die Bevölkerung sollte italienisiert werden und die deutsche Sprache und Kultur wurden verboten. In den 1930er Jahren wurden den Südtirolern dann die Option angeboten, sich ins Deutsche Reich umzusiedeln und somit ihre Kultur aufzugeben. Diese Option spaltete die Gesellschaft. Aber letztendlich entschieden sich die meisten für die Umsiedlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erneute Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung Tirols, die jedoch nie Wirklichkeit wurde. Stattdessen wurde Südtirol Autonomie zugesichert und Österreich als Schutzmacht anerkannt. Trotzdem gab es weiterhin Probleme und Konflikte, wie der anti-italienische Widerstand und die große Kundgebung 1957, bei der 35.000 Südtiroler für eine Lösung von Rom und Trient eintraten. Es entstand eine gewaltige Oppositionsbewegung in Südtirol, die sich gegen die italienische Herrschaft wandte und Bombenanschläge auf wichtige Infrastrukturen und Symbole des Staates verübte. Der italienische Staat reagierte mit harter Hand und stufte die Aktivisten als terroristische Bedrohung ein. Österreich intervenierte und brachte den Fall vor die UNO, die Italien in zwei Resolutionen anhielt, den Pariser Vertrag einzuhalten. Schließlich schlug die italienische Regierung Österreich den Operationskalender vor, der zur Ratifizierung des Südtirol-Pakets und des zweiten Autonomiestatus für die Provinz Bozen im Jahr 1972 führte. Dieses Statut garantiert weitgehende Selbstverwaltung, Zweisprachigkeit und eine geregelte Verteilung von öffentlichen Stellen und Mitteln gemäß dem ethnischen Proporz. Es dauerte jedoch weitere 20 Jahre, bis das Paket vollständig umgesetzt war und Österreich eine Streitbeilegungserklärung abgab. Südtirol hat erfolgreich von seiner Autonomie Gebrauch gemacht und sich zu einer der wohlhabendsten, modernsten und wirtschaftlich florierendsten Regionen Europas entwickelt. Es gilt mittlerweile als vorbildliches Beispiel für die Autonomie von ethnischen Minderheiten und zeigt, dass ein friedliches Zusammenleben trotz einer konfliktreichen Vergangenheit möglich ist. Dies könnte für andere Regionen Europas und der Welt hoffnungsvoll sein, die noch vor einer ähnlichen Herausforderung stehen. Der europäische Integrationsprozess hat auch dazu beigetragen, bestehende Grenzen zu überwinden und irrelevant zu machen. 1998 wurde die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gegründet, um die langjährige Verbundenheit dieser drei Gebiete fortzusetzen. Durch Zusammenarbeit der drei Landeshauptleute und der Landtage sowie durch gemeinsame kulturelle und politische Arbeit soll die gemeinsame Identität bewahrt und vertieft werden. So wächst allmählich eine Region wieder zusammen, in der heute 1,67 Millionen Menschen leben und die als eine der schönsten und vielfältigsten Gegenden Europas gilt.
Wenn du jetzt noch etwas über die komplexe Entstehungsgeschichte der deutschen Sprache lernen möchtest, dann klicke auf dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.